Hallo, mein Name ist Fred Franken, ich komme aus Hamburg und ich bin einer der Geschäftsführer des Hafen City River Bus hier aus Hamburg. Das Konzept unserer Stadtkreuzfahrt mit dem Hafen City River Bus ist eigentlich, die Nähe Hamburgs zum Wasser erlebbar zu machen. Und zwar mit einem Fahrzeug auf der Straße und auch im Wasser. Ja, die Idee ist eigentlich dabei entstanden. Ich war mal vor einiger Zeit in Singapur und dort habe ich ein ähnliches Fahrzeug gesehen. Und mir war relativ schnell klar, dass das eine wunderbare Idee für Hamburg wäre. Als ich dann wieder zurück war, habe ich mich mit meinem alten Freund Fiete zusammengesetzt und habe ihm davon berichtet, habe ihm einen Film gezeigt. Mein Name ist Fiete Mahlstedt. Ich bin Mitbetreiber und Geschäftsführer der Hafen City River Bus GmbH und bin für den technischen Ablauf unserer Unternehmung zuständig. Gleichzeitig bin ich Buskapitän. Das bedeutet, dass ich dieses Fahrzeug also auch führe. Ich fühlte mich damals von dieser Idee insbesondere deshalb angesprochen, weil ich selber jetzt einen nautischen Hintergrund habe beruflich. Ich bin also Kapitän und bin mein Leben lang eigentlich auf dem Wasser gewesen. Hamburg, der Hafen, Wasser hat für mich den Reiz ausgemacht, mich daran zu beteiligen. Ja, wir sind dann in der Planungsphase auf der Suche gewesen nach einem geeigneten Chassis bzw. einer geeigneten Basis, um dieses Fahrzeug aufbauen zu können. Und da sind wir dann auf MAN gestoßen. MAN bot ein Chassis an, das sowohl baulich für uns geeignet war, aber auch für all die Nebenaggregate, die dann den Schiffsteil dieses Fahrzeuges ausmachen, wunderbar mit aufnehmen konnte. Seit wir vor 7 Monaten mit der Stadtkreuzfahrt begonnen haben, haben wir sage und schreibe 35.000 Leute befördert und wir operieren das ganze Jahr. Bis auf Januar, da ist es wetterbedingt so ein bisschen schwierig. Deswegen fahren wir ab Februar circa 10 Monate im Jahr 4 bis 6 Mal am Tag. Für mich war die Herausforderung, im hohen Alter also noch Busfahrer zu werden, diese Ausbildung zu absolvieren. Und auch das ist mir dann Gott sei Dank gelungen, sodass ich also jetzt dieses Fahrzeug tatsächlich auch in beiden Elementen führen kann. Dieses ganze Projekt war unheimlich aufwendig, sehr, sehr zeitintensiv, sehr monetär auch sehr intensiv. Und wir sind überglücklich, dass wir es geschafft haben, dieses Projekt so umzusetzen und seitdem so viele Menschen befördert zu haben. Dieses Pilotprojekt, denn wir sind ja die Ersten und auch die Einzigen in Deutschland, gibt uns Mut, dieses Konzept für andere Städte anzudenken. Wir planen, weitere Fahrzeuge zu bauen. Das werden wir in enger Kooperation mit MAN tun, die uns sehr, sehr gut unterstützen. Also das sind Visionen für die Zukunft und ich denke, dass da noch einiges auf uns zukommen wird.